Sehr nett von Ihnen, mich einen Blick drauf werfen zu lassen. Mein Name ist Gustav McPherson. Ich bin... Privatdetektiv. Ich bin mit Ihrer Arbeit vertraut, Herr McPherson. Ich wusste gar nicht, dass ich so bekannt bin. Ich habe über Ihre Fälle in Paris und London gelesen. Ich bin Inspektor Skalnik von der Prager Polizei. Ja, und willkommen in der Vergangenheit und willkommen zu diesem echt coolen Feature, dass wir hier jetzt auch noch ein bisschen von der Vergangenheit mitkriegen. Und vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen, irgendwie erinnert uns doch diese Leiche auch, oder allgemein die Morde, die gerade erzählt wurden, an die aktuellen Morde. Und mal schauen, was wir hier so herausfinden werden. Ist das das fünfte Opfer? Ja, offiziell, aber es soll angeblich auch zwei Vermisste geben. Angeblich? Ja, Sie kennen doch diese Frauen. Oft kommen und gehen sie, ohne irgendjemand in Kenntnis zu setzen. Und dann tauchen sie wieder auf, als wären sie nie weg gewesen. Deswegen kümmere ich mich gar nicht erst um Vermisste. Aha, Sie kümmern sich also erst dann darum, wenn Sie in diesem Zustand wieder auftauchen. Aha, Sie wollen anscheinend den edlen Ritter spielen. Wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, kümmern Sie sich lieber wieder um fremdgehende Ehemänner und dergleichen. Hier vergeuden Sie Ihre Zeit. Sie haben mich nun erst recht überzeugt, dass ich mich um diesen Fall kümmern sollte. Nein, wirklich, Herr McPherson. Die Sache wird nicht einmal in der Presse erwähnt. Wen interessieren schon tote Prostituierte? Und selbst wenn darüber berichtet wird, dann nur über den Mörder und die Zahl der Toten, aber nicht über die Opfer selbst. Den Zuhältern sind die Mädchen noch gleichgültiger. Die zwingen sie zu arbeiten, selbst wenn so ein Mörder frei herumläuft. Das interessiert keinen. Hier ist wirklich kein Ruhm zu ernten. Ich rate Ihnen nochmal, lassen Sie die Finger davon. Dürfte ich Ihnen noch ein paar weitere Fragen stellen? Sicher doch. Waren alle Opfer Prostituierte? Ja. War der Schnitt am Hals die Todesursache? So ist es. Ah, also nicht ertränkt? Es waren also nicht die zahlreichen Stichwunden auf der Brust. Nein. Naja, so ganz sicher sind wir uns da nicht. Hat sie noch andere Wunden am Körper? Ja, Narben an den Vorderarmen und der Täter hat ihr den Bauch aufgeschlitzt. Aufgeschlitzt? Nie zuvor hatte ich so etwas Abartiges gesehen. Vergleichbares schien nur Jack the Ripper in London verübt zu haben. Oh mein Gott. Hat er das mit allen Opfern gemacht? Ja, so wurden alle aufgefunden. Fehlen irgendwelche Organe? Ich bin kein Mediziner, Herr McPherson. Fehlten denn bei den anderen Opfern Organe? Nicht, dass ich wüsste. Wer ist der Gerichtsmediziner? Emil Corona. Er arbeitet in der alten Kapelle. Er ist sehr... Nun, ich will Ihnen nicht die Überraschung nehmen. Okay. Und jetzt sind Sie dran. Was hat sich Ihrer Meinung nach zugetragen? Ich glaube, dass Sie bei der Todesursache richtig liegen. Der Tod wurde durch den Schnitt am Hals verursacht. Die Stichwunden in der Brust wurden vorher zugefügt. Dafür sprechen auch die Wunden an den Vorderarmen, die daher rühren, dass das Opfer sich verteidigte. Was mich jedoch stört, ist, dass es am Tatort keine Blutspuren gibt. Das dürfte darauf hinweisen, dass sie anderorts ermordet und dann hierher gebracht wurde. Nun, Herr McPherson, ich möchte zwar nicht unhöflich sein, aber... Ja, ich verstehe, Sie haben zu tun. Tja, dann nochmals danke für dieses kleine Gespräch zwischen Kollegen. Nett, Sie kennengelernt zu haben. Ganz meinerseits. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich von Skalnik nicht mehr viel zu erwarten. Aus irgendeinem Grund testete er mich. Ich war mir nun selbst überlassen. Komischer Kerl, ich mag ihn nicht. Oh, und wir haben eine 2 hier dran. Heißt das, wir befinden uns jetzt schon im... Ah, okay, im neuen Menü. Im zweiten Bereich. Mal gucken. Tatsächlich. Kapitel 2, die Beständigkeit der Erinnerung. Okay. Hier gibt es nichts mehr. Dann gehen wir einfach mal hier weiter. Wer ist das? Ein Wachmann? Ja doch, ein Wachmann, glaube ich. Kasimir Stasek. Er hat mir manch wertvollen Hinweis in den kleineren Fällen gegeben, in denen ich hier recherchierte. Seien Sie gegrüßt, mein Freund. Ah, Herr McPherson. Wie geht es Ihnen an diesem düsteren Abend? Ich kann mich nicht beklagen. Und selbst? Außer meinem blauen Auge und dem schrecklichen Mord ist alles in Ordnung. Ja, die Stimmen sind teilweise schon sehr verwirrend, wenn man sie halt alle aus Siberia kennt. Sie haben wohl nichts Neues für mich, hm? Diesmal habe ich leider nichts für Sie, mein Freund. Alle stehen noch unter dem Schock. Es stört Sie doch nicht, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle, oder? Keineswegs. Wie lange geht das schon?
Es fing vor etwa 3 Wochen an. Haben Sie bisher denn noch nichts davon gehört? Nein, ich habe an einem Fall außerhalb der Stadt gearbeitet, bis mich jemand bat, zurückzukommen und mich mit diesen schrecklichen Morden zu befassen. Ah, die schöne Ida Skalikova, nicht wahr? Richtig. Sie macht sich Sorgen um ihre Freundinnen. Ich habe gesagt, dass ich sehen werde, was ich tun kann. Können Sie mir etwas über Ihren neuen Chef sagen? Inspektor Jiri Skalnik? Er wurde mit dem Fall betraut und vorübergehend unserem Distrikt zugeordnet. Er hat einen guten Ruf, aber er teilt uns so gut wie nichts mit. Er behält alles für sich. So, vertraut er Ihnen nicht? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht hält er uns für unfähig. Vielleicht. Das wäre aber dumm von ihm. Danke für das Kompliment. Wurden die Leichen immer einfach irgendwo abgelegt? Ich glaube ja, aber wie gesagt, bin ich nicht sehr gut unterrichtet. Und gab es je einen Augenzeugen? Nein, nie. Am meisten beschäftigte mich die Frage, wie der Mörder in der Stadt umhergehen konnte, ohne gesehen zu werden. Woher stammt das Veilchen? Veilchen? Ihr blaues Auge. Wo haben Sie das her? Ah, ich habe gestern einen Mann verhaftet. Und dabei hat mein Auge leider mit seiner Faust Bekanntschaft gemacht. Kam der Schlag völlig unerwartet? Das kann man wohl sagen. Mein Kollege hatte keine Zeit, mich zu warnen. Es ging alles sehr schnell. Ich half gerade der Frau und wollte mich meinem Kollegen zuwenden und BAM! Schon lag ich bäuchlings auf dem Bürgersteig. Okay. Gut, ich will Sie nicht länger bei der Arbeit stören. Ich muss zu meiner Klientin. Danke für die Auskünfte. Gern geschehen. Seien Sie vorsichtig. Keine Sorge. Das ist natürlich die Frage, ist das in der Zeit, wo er seine Frau kennengelernt hat? Ist vielleicht sogar die Klientin seine Frau, seine zukünftige? Man weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht genau. Komm, lauf. Können wir hier nicht agieren? Meine Ida. Die schönsten Beine ganz Osteuropas. Mein Engel, mein Ein und Alles. Ich traf sie, als ich in einem unbedeutenden Fall recherchierte. Sie war Tänzerin im benachbarten Kabarett und mit dem verheirateten Mann liiert, den ich beschattete. Es war Liebe auf den ersten Blick. Oh, wer hat sich denn da so schön rausgeputzt? Hallo, meine Süße. Ich mag nicht, wenn du so mit mir redest. War doch nur nett gemeint. Sollte keineswegs heißen, dass... Ach, vergiss es. Entschuldige bitte. Gut. Und? Hast du inzwischen mit diesem Nichtsnutz von Inspektor geredet? Ja, hab ich. Ist aber nicht viel dabei herausgekommen. Wirst du uns helfen? Selbstverständlich werde ich das. Hast du etwa daran gezweifelt? Nein, aber man weiß ja nie. Sollen wir das Finanzielle jetzt oder später regeln? Ida, ich will kein Geld dafür. Unsinn. Du nimmst unser Geld. Wie viel kostet das? Hör zu, wir regeln das, wenn der Fall geklärt ist. Einverstanden? Versprichst du das? Es wäre eine Beleidigung für uns, wenn du unser Geld nicht nimmst. Was hätte ich denn machen sollen? Von diesen Mädchen Geld annehmen? Lieber verhungern. Ich verspreche es. Wenn der Fall beendet ist, stelle ich meine Arbeit in Rechnung. Verdammt. Wie hieß sie? Wer? Das Opfer. Ah, sie hieß Franziska. Stand sie dir nah? Mir nicht so sehr wie Milena, aber ich kannte sie auch gut. Hat sie je über einen regelmäßigen Freier oder über irgendjemand Besonderen gesprochen? Nicht, dass ich wüsste. Meinst du, Milena könnte mir ein paar Fragen beantworten? Ja, bestimmt. Ich werde sie fragen. Milena? Ja? Ich möchte, dass du Gustav kennenlernst, von dem ich dir schon erzählt habe. Er wird uns helfen, den Täter zu finden. Könnte er dir ein paar Fragen zu Franziska stellen? In Ordnung. Ich warte oben auf dich, okay? Okay. Bis gleich. Wer ist das denn? Guten Tag, Milena. Ich heiße Gus McPherson und bin hier, um zu verhindern, dass so etwas erneut geschieht. Vielen Dank. Nicht viele Menschen würden Frauen wie uns helfen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen über Franziska stelle? Nein, fragen Sie nur. Wie lange kannten Sie Franziska schon? Ich kannte sie schon sehr lange. Wir haben uns im Waisenheim kennengelernt, als wir noch Kinder waren.
Ihre Eltern waren bei einem schrecklichen Unfall umgekommen. Wir wurden sehr enge Freundinnen. Wir sind zusammen aus dem Waisenheim weggelaufen und nie wieder zurückgekehrt. Wir mochten die Nonnen nicht. Seitdem haben wir uns auf der Straße durchgeschlagen. Manchmal haben wir auch in einer anderen Stadt unser Glück versucht. Aber wir kamen immer wieder hierher zurück. Hat Franziska je über einen neuen oder besonderen Kunden gesprochen? Nein, es war nicht ihre Art, neue Freier zu nehmen. Sie hatte genug regelmäßige Kunden, um zu überleben. Mit völlig Fremden ging sie nur, wenn sie es wirklich nötig hatte. Das ist eher Apollinas Art. Sie hat ständig neue und reiche Freier. Hatte Franziska jemals mit einem gewalttätigen Kunden zu tun? Nein, sie ging nur mit Kunden, denen sie vertraute. Und Sie? Hatten Sie schon mal Probleme mit Kunden? Nein. Ich bin wie Franziska. Ich habe nur regelmäßige Kunden. Auf der Straße stehe ich nur, um meinen Freundinnen Gesellschaft zu leisten. Waren Sie noch mit einem anderen der Opfer enger befreundet? Ja, mit Aneshka. Franziska und ich waren gut mit ihr befreundet. Niemand weiß, wo sie ist und was mit ihr geschehen ist. Sie war eines Tages einfach verschwunden. Mit den anderen Opfern war ich nicht näher bekannt. Oh, verschwunden, okay. Hat Aneshka vor ihrem Verschwinden je über einen Kunden geklagt? Oder sprach sie von Plänen, von hier fortzugehen? Wir sprechen alle davon, von hier fortzugehen. Denn wer führt schon gern so ein Leben? Aber es war nicht ihre Art, sich zu beklagen. Aneshka war wie Apollina. Sie ging mit vielen Freiern. Sie hat die Stadt oft verlassen und kam immer gebrochenen Herzens zurück. Ich hoffe, sie hat endlich jemanden gefunden, der sie weit von hier fortgebracht hat. Ich glaube es ja weniger. Wo kann ich diese Apollina finden? Sie arbeitet meistens im Park. Es gibt nur wenige Mädchen, die sie da reinlässt. Sie nennt es ihr Territorium. Franziska und mich ließ sie rein, weil sie wusste, dass wir selbst genügend Stammkundschaft hatten und keine neuen Freier suchten. Aneshka war ihre Freundin. Sie ließ sie auch rein. So haben wir uns im Park Gesellschaft geleistet. Vielleicht weiß Apollina etwas über Aneshka. Nun, vielen Dank, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Es war mir ein Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben. Auch wenn die Umstände leider wenig erfreulich sind. Es hat mich auch gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, uns zu helfen. Welche Bemühungen? Ich habe ja noch kaum begonnen. Wo kann ich Sie finden, wenn ich weitere Fragen habe? Ich bin meistens im Park. Nochmals vielen Dank. Okay. Okay, dann gehen wir mal da hoch und gucken. Vielleicht finden wir diesen... Ida ist ein wahrer Engel. Noch nie habe ich jemand so Liebenswertes getroffen. Trotz einer schweren Kindheit und eines Stiefvaters, der sie sexuell belästigte, ist Ida die Gutmütigkeit in Person. Stets zuversichtlich und hilfsbereit. Aus diesem Grund hat sie mich auch angeheuert. Ihr Optimismus ist nicht klein zu kriegen. Und das liebe ich an ihr. Hallo. Wie geht es ihr? Naja, den Umständen entsprechend gut. Ich gehe nachher mal zu ihr. Sag mal, wo kann ich Emil Corona finden? Wer ist das? Der Gerichtsmediziner, der den Mordfall untersucht. Ich habe ihm ein paar Fragen zu stellen. Skalnik sagte, er arbeitet in einer alten Kapelle. Weißt du, wo die sich befindet? Ich zeichne es dir auf den Plan ein. Ich brauche keinen Plan. Sag mir einfach, wo es ist. Warum sind die Männer immer so stolz auf ihren Orientierungssinn? Nimm die Karte, sie wird dir nützen. Ich habe die alte Kapelle eingezeichnet. Sie ist nicht weit von hier. Danke, mein Schatz. Wie geht es dir? Fühlst du dich besser? Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall besser als neulich, als du wegen deines anderen Falls weg musstest. Ah, sie mag ihn wohl auch. Warst du beim Arzt? Nein. Ida, geh bitte hin. Es könnte etwas Ernstes sein. Ich bin zwar kein Arzt, aber sich jeden Tag übergeben zu müssen, kann nicht normal sein. Gut, ich werde hingehen. Aber mir wird ja nicht jeden Tag schlecht. Du musst immer gleich übertreiben. Ja, stimmt auch wieder. Aber geh trotzdem hin. Ich muss jetzt zu diesem Herrn Corona. Ich möchte, dass du so wenig wie möglich auf die Straße gehst. Und vor allem nie allein. Das hast du mir schon 100 Mal gesagt. Ich pass schon auf. Gut. Ich lass dich in Ruhe. Aber sei vorsichtig.
Bin ich. Nun geh schon. Da scheint wohl jemand schwanger zu sein. Ich meine, wenn man sich da mehrmals übergeben muss oder des Öfteren, das ist schon ein gutes Anzeichen. Und ja, das ist wohl unser Gefährt. Und die Karte ist nicht im Inventar, aber ich denke mal, das wird unsere Reisemöglichkeit sein, die Karte. So wie auch in unserem Zukunftsauto. Jawohl, zwei Orte sind hinzugekommen. Wir sind momentan hier am Ufer. Wir hätten jetzt hier den Park. Ich wüsste aber nicht, warum wir jetzt in den Park gehen sollten. Oder wir hätten natürlich die alte Kapelle. Und da zieht's mich erstmal hin. Was hast du hier verloren? Wieso bist du nicht auf deinem Posten? Aber sie haben doch gesagt... Ah, vergiss es. Und hast du wenigstens was erfahren? Ja, Chef. Der Amerikaner redet mit den Mädchen. Der glaubt wohl, er könnte mir die Mädels ausspannen. Nun denn, mein Freund, warum erklärst du ihm nicht, was Sache ist? Erklär ich ihm was? Mann, polier ihm die Fresse, du Idiot. Okay, Chef. Dein Bruder fehlt mir. Der hatte wenigstens was in der Birne. Er fehlt mir auch. Wieso holen wir ihn nicht raus? Weil die mich auch einlochen würden, du Schwachkopf. Darauf wartet der Skalnik doch nur. Ich hab's Gefühl, der will mir diese Morde anhängen. Aber wieso erzähle ich dir das überhaupt? Geh zurück an deinen Posten. Und wenn du den Ami siehst, verpasst du ihm einen Denkzettel. Hm? Okay, Chef. Dem Gorilla sollte ich besser aus dem Weg gehen. Der Hänfling war vermutlich Ottokar Kubina. Einen solchen Namen vergisst man nicht. Er war der Zuhälter hier im Viertel. Sein kleiner Dessous-Laden war nur eine Fassade. Ihm gehörten auch mehrere Spelunken, sowie das Kabarett, in dem Ida gearbeitet hatte. Er hat es mir wohl nie verziehen, dass ich sie ihm abtrünnig gemacht hatte. Ja. Irgendwie, weil er ja ziemlich dumm war und was gesprochen und der andere gesprochen hat von seinem etwas intelligenteren Bruder, da muss ich jetzt auch an Igor und seinen Bruder denken aus Siberia 2, wenn man sich daran erinnern kann. Oh, können wir ihn laden? Das wäre ein bisschen abkraftig. Ich werde mich später mit ihm auseinandersetzen müssen. Jetzt habe ich andere Dinge zu erledigen. Okay, das wäre auch zu krass gewesen. Wir gehen wohl in die gleiche Richtung. Hoffentlich überfällt der uns jetzt nicht. Gleichzeitig haben wir jetzt einen neuen Ort bekommen, das Dessous-Geschäft. Wahrscheinlich, egal wo wir hingegangen wären, es wäre passiert. Die Frage ist nur, wieso laufen wir zum Geier hier lang und dann so lang. Das ist ja total bescheuert. Was ist das? Eine Katze? Vielleicht? Okay. Egal. So, wo geht's hier rein? Da. Okay. Hier geht's auch nicht weiter, wie es aussieht. Mhm. Sind das die Opfer? In nomine Patri et Filii et Spiriti Sanctum. Okay. Der Raum war erfüllt vom metallenen Geruch von Blut und dem Gestank verfaulenden Fleisches. Die alte Kapelle diente als Autopsieraum und ihr Boden war blutbeschmiert. Guten Tag, Herr Corona. Ich bin Gus McPherson. Ich bin Detektiv und soll für meinen Auftraggeber... Hallo? Herr... Hallo? Hä? Was? Was machen Sie hier? Die Tür war doch abgeschlossen. Wo ist mein Hörrohr? Wollen Sie etwa, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Entschuldigen Sie, Herr Corona. Wer sind Sie? Und woher kennen Sie meinen Namen? Wie ich bereits sagte, Detektiv McPherson. Inspektor Skalnik hat mir erlaubt, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Wenn Skalnik nichts dagegen hat, warum nicht? Okay. Könnten Sie mir sagen, was Sie bei diesem Opfer festgestellt haben? Durchaus. Also, die Todesursache ist auch hier ein Schnitt durch die Kehle. Sie kann nicht an den Stichwunden oder infolge der Aufschlitzung gestorben sein? Nein, da bin ich mir ziemlich sicher. Warum? Wegen ihrer Vorgängerin. Die wir im Park fanden. Sie wurde da getötet, wo sie gefunden wurde. Und starb eindeutig an der Wunde an ihrem Hals. Der Rest wurde ihr vermutlich hinterher zugefügt. Und wie kamen Sie zu dieser Schlussfolgerung? Weil aus den anderen Wunden kaum Blut floss. Das Herz schlug noch, als man ihr die Kehle durchschnitt. Das war an der Blutmenge zu erkennen, die aus der Halswunde geflossen war. Heißt das, Sie konnten die Todesursache erst dann sicher bestimmen, als Sie das Opfer im Park fanden? Nun ja,
Ich hatte zuvor so meine Zweifel, aber dann war ich mir sicher. Und der gleiche Täter würde auf die gleiche brutale Weise vorgehen? In der Tat! Unterschied sich das Opfer im Park sonst noch von den anderen Opfern? Ja, der Schnitt durch die Kehle deutet auf einen Angriff von hinten hin. Die hier, wie alle anderen auch, wurde von vorne angegriffen. Hätte ich noch die andere Leiche, könnte ich Ihnen den Unterschied zeigen. Macht nichts. Ich vertraue auf Ihr Urteil. Entschuldigen Sie, wenn das nicht indiskret ist. Woher stammt eigentlich Ihr Hörschaden? Aus dem Weltkrieg. Ich war Sanitäter und brachte die Verwundeten aus den Gräben ins Feldlazarett. Eines Tages sahen wir einen Verletzten im Niemandsland. Als wir zu ihm eilten, explodierte eine Granate und tötete meinen Kameraden. Ich überlebte, büßte aber fast das gesamte Hörvermögen ein. Dort haben Sie also Ihr Metier gelernt? Ja, größtenteils. Und wie es die Ironie des Schicksals wollte, ging 3 Wochen, nachdem ich mein Hörvermögen verloren hatte, auch der Krieg zu Ende. So, da kam ich aussehen auf die rechte Maustaste. Sie haben zwar die Leiche nicht, aber vielleicht die Unterlagen über das Opfer vom Park. Ja, der Junge, der sie holen sollte, ist nie aufgetaucht. Welcher Junge? Skalnix-Botenjunge. Bei jedem Opfer kommt er die Unterlagen abholen. Aber wegen der vom Park ist er noch nicht gekommen. Ich verstehe. Dann kann ich ja Inspektor Skalnix die Unterlagen mitbringen. Oh, soll mir egal sein. Aha, deswegen der Park. Wo verwahren Sie denn die Unterlagen? Da drüben, im Geldschrank. Ich habe mir den Code notiert, weil ich ihn immer vergesse. Ich weiß nicht, wo der Zettel ist. Allerbesten Dank für die Auskünfte. Keine Ursache. Na super, jetzt ist das Zeug eingesperrt in dem Geldsafe und er weiß nicht, wo der Zettel mit dem Code ist. Okay. So, kriegen wir die Maus wieder zur Kontrolle? Jawohl, danke. Okay, dann die Frage erstmal, was haben wir hier? Die wurden erst kürzlich aufgestellt. Geht das? Die wurden erst... Nein, okay. Können wir die Leiche noch untersuchen? Genau das hasse ich an meinem Job. Hier? Kein schöner Anblick. Ah. Armes Mädchen. Damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Okay. Der Schnitt in ihrer Kehle ist sehr tief. Mit Sicherheit kam der Angriff von vorne. Anscheinend hat der erste Hieb an die Kehle nicht gereicht. Da ist sonst nichts. Jede Leiche ist ein Rätsel, das gelöst sein will. Ja. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Zettel. Ah, Gott sei Dank. Okay. Sonst scheint hier auch nichts zu sein, außer ein paar blutige Laken. Jetzt ist die Frage, wo ist der Safe? Ist der in die Richtung? Weil von da sind wir ja gekommen. Das scheint wohl aber nicht der Safe zu... Doch, das scheint der Safe zu sein. Und natürlich ist es nicht genau einfach. Wir haben jetzt hier komische Symbole, die wahrscheinlich Zahlen darstellen sollen. Hoppla. Und die müssen da rein. Oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir haben auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Ich notiere mir mal eben, dafür haben wir ja den super Block, diese Zahlen. So, 7, 4, 8, 2, 1, 5, 3 und die 6. So, Dele. Also das könnte eventuell eine 3 sein. Die wäre an dieser Stelle. So. Das könnte eine 6 sein, hätte ich gesagt. Die wäre an dieser Stelle hier. Ein Kreuz. Vielleicht das Kreuz von der 4. Das wäre dann an der Stelle. Das könnte die 1 sein. Die 1 ist an der 1, 2, 3, 4, an der 5. Stelle. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oh, das könnte aber auch eine 1 sein. Dann könnte das die 7 sein. Vielleicht eine verdrehte 7. Machen wir es mal so. Und die 7 kommt hierher. So. Das könnte die 8 sein, nur um 90 Grad verdreht. Und jetzt haben wir noch eine 2 übrig und eine 5 übrig. Ich hätte gesagt, weil wir hier schon die 5 angespielt haben, kommt das dahin und das kommt dahin.
Und es hat nicht funktioniert. Verdammt. Come on, come on. Okay, was könnte falsch sein? Wir können natürlich jetzt die 1 und die 7 mal austauschen. Okay, das hat nichts gebracht. Wir tauschen wieder zurück. Okay, bei der 4 bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber was soll denn sonst hier eine 4 sein? Bei der 8 bin ich mir sicher. Das ist anstelle von 2. Warum soll das eine 2 sein? Das könnte auch eine 7 sein. Oder eine 4. Oh je. Also ich glaube, wir sind uns einig. Moment mal. So. Nee, dann tauschen wir das auch nochmal zurück eben. Sacré bleu. Oh, das könnte auch eine 6 sein. Und dann könnte das die 5 sein. Ich weiß nicht, wie ich da... Also, ja, ich bin mir eher sicher, dass das hier die... Das ist die 5 und das ist die 6. So, die 3 ist eindeutig. Anders kann ich ja nicht sagen. Die 1 ist eigentlich auch eindeutig. Die 7 ist in der Hinsicht eindeutig, wenn man sie dreht. So, wir sehen, ja. Ja, bei dem Plus. Das Plus und die... Und dieses komische Symbol. Das ist das Problem noch. Gute Frage. Okay, dann tauschen wir noch mal ein bisschen rum. So. Das kommt mal so hin. Okay. Dann gehen wir systematisch weiter. Ich bin mir sicher, das ist die 4. Ich weiß auch nicht, das ist einfach dieses Kreuz. Wenn man sich eine 4 aufschreibt, hat man ja quasi ein Kreuz. Bei der 8 bin ich mir auch eigentlich zu 100% sicher. Die Zahlen weiß ich übrigens, weil ich sie aufgeschrieben habe, ne? Nur, nicht, dass ihr euch wundert. Die 2 könnte natürlich auch das hier sein. Ne? Wenn man sie dreht wieder... Dann lassen wir das mal als 1. Ich nehme das jetzt als 5. Ganz ehrlich. Sie war das einzige Opfer, das direkt am Tatort gefunden worden war. Vielleicht hatte die Polizei dort im Park etwas übersehen. Ich musste mich mit eigenen Augen überzeugen. Okay. Ah ja. Da war jetzt nur ein Bild drin. So zum Thema Bericht. Okay. Dann wird es Zeit, ab in den Park. Und ich würde sagen, ich hoffe, euch gefällt das Spiel, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Lass die Finger von den Mädels. Da habe ich leider eine Schwäche für. Ich wachte mit dröhnendem Schädel wieder auf. Mein vorlautes Maul war mir nicht zum ersten Mal zum Verhängnis geworden. Ja, da kam unüberrascht, überrascht, mal eben ein kleiner Überfall von diesem Gorilla. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es gefällt euch, auch wenn es ein bisschen älter ist, aber ein Tickel hübscher wie Black Mirror 1 ist es auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr dann einfach in der nächsten Folge hier in Still Life. Macht's gut, haut da rein und ciao, ciao.